Wir steigen mal einfach direkt ein. Was war dein Eindruck? 0-0? War da mehr drin? Ja, Hallöchen erstmal. ich muss dazu sagen, also die letzten Spiele, die ich jetzt in den Knochen habe, sind die Spiele gegen den HSV. Ich konnte Celtic leider nicht sehen. Dann kam Stuttgart, das habe ich mir persönlich dann nochmal am Dienstag angeschaut. Und jetzt eben das Spiel gegen Frankfurt. Und du fragtest ja, war da mehr drin? Sag ich ganz klar ja. Frankfurt hat es sehr, sehr gut gemacht, das ist gar keine Frage. Die waren sehr reif, fand ich, sehr diszipliniert, auch in der Aufstellung. Haben uns immer sehr, sehr früh angelaufen, uns die Passwege zugestellt und wir hatten auch nach vorne nicht wirklich die Möglichkeit, mal richtig durchzukommen. Bis auf eben diese eine Chance, die wir dann hatten. Mit der Latte. Durch Wendt war es ganz genau. Ne, wo Wendt natürlich dann leider auch, er läuft natürlich aus vollem Lauf an, zieht dann ab, trifft mehr oder weniger den Torwart. Also da sprach man dann von einer Glanzparade dann später bei Sky, als ich da noch saß und mir das angeguckt habe. Ja, gut. Er kriegt die Hand natürlich schnell hoch, überhaupt keine Frage. Aber normalerweise muss so ein Ding oben links im Winkel sitzen. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich dann nur eine oder zwei Szenen dieser Art im Spiel hast, dann musst du auch nicht davon ausgehen, dass es dann unbedingt dann direkt funktioniert. Ne? So ist das. Ne? Gerade, ich meine, Hamburg war da ja ein ganz anderes Kaliber, wenn wir uns zurückerinnern. Da hatten wir ja wirklich Chancen über Chancen und da hätten wir durchaus auch die Möglichkeit gehabt, wirklich in Führung zu gehen. Und hier, wir hatten eigentlich zwei Situationen, will ich sagen. Frankfurt hatte, glaube ich, auch um den Dreh zwei Situationen. Ich erinnere mich da einmal an Hörgötter, der da die Möglichkeit hatte, hätte da in die lange Ecke abschließen können. Wo er sich in der anderen Szene eher für den Pass in die Mitte entschieden hat, anstatt selber zu schießen. Ah, gut, für uns, also, gut für uns in dem Fall. Keine Frage. Nur, ich sag mal, wir haben eben ja schon mal ein bisschen drüber gequatscht über die ganze Veranstaltung. Ich fand von den Zahlen her, wenn wir uns das mal anschauen hier, dass wir da sind, wieder mal bei einer Ballbesitzquote von 63%, eine Passquote von 80% und eine Zweikampfquote von 55%. Das sind normalerweise so Daten, wo man das Spiel eigentlich gewinnt. Ja, aber ich meine, wollen wir mal ein bisschen das Ganze Schritt für Schritt angehen. Ich fand in erster Linie schon mal die Aufstellung besprechenswert im Nachhinein. Man ist doch wieder sehr defensiv angetreten, mit Janschke als zusätzlichem, praktisch dritten Sechser im Mittelfeld. Dann vorne ein bisschen unklare Positionswechsel. Wir hatten mal Hahn vorne drin, dann zwischenzeitlich auch Johnson, der dann in die Mittelstürmerposition gerückt hat. Stindl, der so zwischen dem Mittelfeld und der rechten Seite so ein bisschen hin und her pendelte. Ich habe mich gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schon nach Stuttgart, diese Lehre, die man aus den letzten Wochen gezogen hat, dass man erstmal die Defensive stabilisieren soll, ob man das jetzt so extrem durchziehen muss, dass man im Heimspiel gegen Frankfurt plötzlich deutlich defensiver steht als im Auswärtsspiel gegen Bayern. Und das sind dann so Sachen, wo ich den Eindruck hatte, dass gerade auch so eine Positionsverlagerung im Mittelfeld für sehr viel Unruhe gesorgt hat, sehr viel auch dann geknubbelt fast schon da im Mittelfeld teilweise. Und dann war es für die Hamburger, sage ich schon, für die Frankfurter relativ einfach, sich dann dort zu positionieren in den Zwischenräumen. Ja, das ist mir in der Tat auch aufgefallen. Also es ist mir auch aufgefallen, dass wir sehr, sehr defensiv gestanden haben, dass wir auch häufig die Situation haben, dass wir von den Frankfurtern natürlich sehr, sehr früh angelaufen wurden, auch schon natürlich. Aber das ist auch normal heutzutage fast gegen jeden. Die Mannschaften, muss man ja einfach sagen, haben auch ein bisschen gelernt. Sie wissen mittlerweile, Borussia ist dann anfällig, wenn man ihnen eben das Spiel von hinten unterbindet, dass sie es nicht in Ruhe aufbauen können. Das ist gar keine Frage, wobei ich sage, die Mannschaft müsste eigentlich die Reife haben, auch solche Situationen dann zu vermeiden und das zu überspielen. Und das ist uns gestern einfach nicht gelungen. Wir haben es gestern nicht geschafft, den Anschluss zu finden, dann schnell ins Mittelfeld, dann den schnellen Pass einfach in die Spitze auch zu geben. Da hat man es ja mit langen Bällen probiert. Genau. Und das ist ja nun ein Rezept, sagen wir mal, wo ich sage, dass das ist eigentlich für Borussia, ist das kein besonderes Mittel. Ich meine, klar, Hahn hat sich da wie immer kämpferisch eine saubere Leistung geliefert. Nur das ist auch klar, das wissen wir alle. Hahn ist natürlich nicht der große Ballhalter und Ballverteiler. Das ist ein Spieler, den du natürlich besser dann in die Tiefe schickst, statt den hoch anzuspielen. Generell natürlich wird jetzt auch viel darüber geredet. Klar, Raphael fehlt nach wie vor der Mannschaft, Hazard fehlt, auch Traoré. Ich finde, wenn man sich die Personalien anguckt, wir haben immer noch eine starke Mannschaft auf dem Papier. Wenn man jetzt sagt, wenn man startet mit so einer Elf mit Hermann links, oder beziehungsweise Hermann rechts, Johnson links und Hahn und Stindl vorne, dann ist das eine Mannschaft, da wünschen sich zwei Drittel der Bundesligisten solche Spieler. Ja, so würde ich es auch zusammenfassen. Umso verwunderlicher, all diese Spieler kennen diese Rolle sehr gut, dass man dann eben in so einem Spiel nochmal quasi was Neues
ausprobiert und was Neues aufstellt, im Mittelfeld eben diesen zusätzlichen Sechser einbaut. Ich finde, Toni Janschke hat es sogar ziemlich gut gemacht, hat gerade auch defensiv, und das ist nochmal seine Hauptaufgabe, das gut navigiert. Auch Kramer war viel am Ball, nur Dahoud zum Beispiel ist völlig untergegangen, weil erstmal ist er nicht perfekt in Form und zum anderen, man hilft ihm natürlich noch nicht, indem man ihm so eine unklare Rolle irgendwie gibt. Also es sah zwischenzeitlich aus, als wird er auf der 10 irgendwie eingesetzt, dann ist er aber zum Teil auch wieder ganz nach hinten gerückt. Also das ist eben immer das Problem. Dahoud musste sich dann eben auch relativ häufig, erst war er sehr offensiv ausgerichtet und dann musste er sich relativ häufig auch die Bälle von hinten holen. Genau, weil er vorher fast überhaupt keine bekommen hat. Das ist das Problem. Ne? Nur wenn Dahoud dann natürlich dann hinten sich die Bälle holt und es ist vorne keine Anschlussstelle da, dann kann er natürlich auch nicht viel machen. Das ist mir einfach auch zwei, dreimal aufgefallen, wo er dann eben klar versucht hat, sich mit seinen super Ballannahmen, die er ja sofort immer eng am Fuß hat, um eine Körpertäuschung eben zu befreien, hat das dann auch geschafft. Und das Problem war, dass er dann eben im Mittelfeld 5 oder 6 Frankfurter direkt auf sich drauf hatte und die eigenen Spieler dann zu weit vorne schon wieder standen, die als Abnehmer hätten in Betracht kommen können. Und dann musste er eben hintenrum spielen. Teilweise auch zum Unmut, muss ich sagen, auch der Beteiligten. Nur in vielen Situationen, ich habe einfach mal extra darauf geachtet, einfach war es die einzig richtige Alternative, weil sonst ein Ballverlust eben gefolgt hätte. Und da war Dahoud ja auch in der Vergangenheit ab und zu mal so ein bisschen, dass er aufpassen musste, dass er den Ball nicht nach vorne verliert. Genau, und das ist, glaube ich, auch im Moment so ein bisschen sein Problem. Er ist einerseits, er ist nicht unangefochtener Stammspieler, er ist selber nicht so in Form. Der Trainer hat ihn relativ heftig kritisiert, was seine Arbeit in der Sommerpause angeht. Er hat sicherlich diese vertragliche Thematik im Hinterkopf, die sicherlich nicht glücklich ist. Da wirken jetzt gerade viele Kräfte auch von außen auf ihn ein, wo man im letzten Jahr noch gesagt hat, der Junge spielt einfach nur Fußball. Und jetzt kommen solche Faktoren mit dazu. Und dann eben auch eine Mannschaft, die gerade selber nicht so genau weiß, wer hat eigentlich welche Rolle. Und von daher, da ist einfach meine Frage, klar, es sind nicht alle in Bestform. Wir haben jetzt 5 Spiele in 2 Wochen gehabt, das ist viel. Trotz allem, ich sehe jetzt nicht, dass ich irgendeinem Spieler nach dem Spiel einen riesen Vorwurf machen würde. Ich glaube, wenn man da das, was man am besten kann, jeden Spieler auf seiner Position einsetzen, wo er am stärksten ist, da glaube ich einfach, dass man zumindest 3, 4, 5 mehr gute Torchancen mehrere hätte rausspielen können. Ja. Und dann sagt man am Ende bei so einem Spiel, klar, das 0-0 war verdient, da Frankfurt hat es gut gemacht, aber du bist Borussia Mönchengladbach und du kannst zu Hause Fußball spielen. Das muss ich auch sagen, also das gefiel mir einfach auch nicht, sage ich mal, vom Auftritt her, von der taktischen Ausrichtung, wie du richtig sagtest, der Mannschaft an sich, muss ich auch sagen, kann man keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Also ich habe in der ersten Hälfte schon da gesessen, habe ja neben mir immer meinen Vater sitzen und habe dann auch zum alten Herrn direkt gesagt, ach Mensch, Junge, jetzt sitzen wir hier, jetzt haben wir hier am Dienstag ein Riesenspiel gegen Glasgow, ja, und müssen jetzt hier gegen Frankfurt ran und ich sehe schon, das gibt hier eine Kampfaktion, ja, und das fand ich dann auch, war schade, dass man es eben nicht durch spielerische Mittel relativ schnell für klare Verhältnisse gesorgt hat, wobei ich sage, Frankfurt hatte auch gestern die Qualität, das zu verhindern. Ja. Das ist keine Frage, also sie sind in dieser Zeit stark. Und sie haben es clever gemacht, also sie haben auch im richtigen Moment da mal das Foul gezogen, sich ein bisschen verschleppt, das Ganze. Es gab ja so eine kurze Phase in der ersten Halbzeit und auch dann wieder in der zweiten, so 5 bis 10 Minuten, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt passiert nochmal was. Jetzt kommt noch was. Aber sie haben es geschafft, das irgendwie im Keim zu ersticken, sodass es nie so richtig in diesen Spielfluss kam, das Ganze. Das ist es, ne? Und man hat ja gesehen, ich sag mal, wir haben es ja bei der Chance von Wendt, bei der großen Chance haben wir es ja gesehen, wenn man einmal wirklich schnell und zielstrebig den Pass nach vorne spielt, über 2, 3 Stationen oder vielleicht auch hier mal mit einem schönen Doppelpass, dann kommt man auch gegen Frankfurt selbstverständlich vor das Tor. Ne? Ich meine, wir reden ja hier immer noch von Eintracht Frankfurt, das meine ich jetzt gar nicht böse. Nee. Aber es muss schon unser Anspruch sein, in der Tat gegen so eine Mannschaft auch offensiv mehr zu tun. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch das große Thema im Moment. Auch Max Eberl hat ja so fast schon eine Brandrede gehalten im Vorgang des Spiels. Zum Beispiel, die Erwartungshaltung ist groß, die Erwartungshaltung ist gewachsen. Und klar, ich meine, natürlich wachsen die Erwartungen, wenn man Champions League spielt, jetzt durchgängig und so weiter. Ich finde aber auch nicht, dass das jetzt der Punkt ist. Also man kann ja, es kommt glaube ich eher darauf an, wie man spielt, weniger, dass jetzt jedes Spiel gewonnen werden muss. Und da hatte ich einfach gestern das Gefühl, dass es einfach nicht das Beste, dass nicht das Maximale rausgeholt wurde aus dem, was vielleicht möglich gewesen wäre und dass man sich das Leben vielleicht so ein bisschen schwer gemacht hat. Erst in der 75. Minute wurde eigentlich auf so eine Aufstellung umgestellt, weil man sagt, so spielt man eigentlich ein Heimspiel. Mit 2 Außen, dann kam Hermann rein, mit einer Viererkette, mit einer Doppel-6, wo du sagst, jeder weiß eigentlich, was er zu tun hat. Aber da war der Drops gelutscht, da war die Kraft hat nachgelassen, die Konzentration war weg, das Spiel war durch. Ja.